Ja, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung nach Linz. Eine Stadt, die mich heute das erste Mal beglückt hat, weil ich bin wirklich das erste Mal in Linz. Aber man muss sich sagen, die Stadt hat sich sehr viel Mühe gegeben. Also bei der schönen Sonne, also es passt alles wunderbar. Was mich außerordentlich freut, ist die große Resonanz, die sich heute Abend hier zeigt. Und ich glaube, dass ich nicht nur das Gesicht bin für die Elementarpädagogik, sondern hier ganz, ganz viele Gesichter sind, denen ich auf verschiedensten Ebenen schon begegnet bin und mir deshalb ganz sicher bin, dass ich zwar eine Singulärprofessorin bin, also die einzigste in dem Bereich im Moment in Österreich, aber ganz, ganz viele Mitstreiter und Initiatoren habe, die genauso mit mir gemeinsam die Elementarpädagogik in Österreich vorantreiben wollen. Ja, das Thema, Sie hatten es schon angesprochen, es geht immer wieder die Debatte darum, wie kann man denn eigentlich chancengerechter bilden, ausbilden. Und ich würde gerne heute Abend mit Ihnen mal einen Blick darauf werfen, ob Kindheit immer auch ein Kinderspiel ist. Da verbirgt sich Folgendes dahinter, dass ich eigentlich so einen Dreischritt mit Ihnen gehen möchte. Nach kurzen Überlegungen, einleitenden Überlegungen mal zu schauen, was bedeutet Bildung in der Kindheit? Da wird uns das Spiel begegnen. Ich würde gerne in einem zweiten Schritt mit Ihnen angucken, dass nicht alles das, was Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen in den Jahren sich angeeignet haben, jetzt mit neuen Bildungsgedanken einfach über den Jordan geschickt wird, sondern dass man viele Dinge noch sehr, sehr gut und gerne brauchen kann. Würde aber genauso gerne mit Ihnen in Anregung für Bildung in die Gegenwart schauen. Dort würde ich Sie zu einer kleinen Bildungspause einladen. Also es werden nicht alle spielen und sich bilden können, aber ein, zwei würde ich schon ganz gerne einladen. Und würde dann abschließend nochmal darauf schauen, Kindheit, ist es ein Kinderspiel? Und zwar mit einem Blick, nämlich Kindheit in Armut. Und was heißt das eigentlich dann auch für Bildungschancen? Um dann nochmal den großen Schritt zu gehen und zu sagen, zu was haben sich eigentlich die Länder der Europäischen Union verpflichtet, um so etwas wie eine Chancengerechtigkeit überhaupt zu sichern. Ja, und dann habe ich mir erlaubt, am Ende mal so Fazit und Wünsche von mir zu formulieren, die vielleicht auch Ihre Wünsche sein könnten, aber schauen wir uns das erstmal an. Einleitende Überlegungen. Sie sehen hier etwas, was viel mit dem zu tun hat, wie uns das Konstrukt Kindheit begegnet. Wir haben fröhliche Kinder, die gut versorgt sind, die sich draußen im Freien aufhalten können und miteinander spielen und miteinander interagieren. Also genau diese Bilder, die uns sehr, sehr häufig begegnen in der Darstellung dessen, was Kindheit ist. Und das Konstrukt Kindheit ist, glaube ich, eines, was immer einen sehr starken Verklärungshang hat. Also die schöne Kindheit und die Kinder, die, also die Mädchen und Buben, die groß werden und die natürlich geschützt und so weiter groß werden. Und ich glaube, wir müssen an diesem Bild ein bisschen arbeiten. Und ich werde so nach und nach versuchen, das aufzumachen, wie wir dieses Konstrukt auch reflektieren müssen, damit wir nicht Dinge übersehen, die für Mädchen und Buben sehr, sehr wichtig sind. Was wir aber auch sehen können an dem Bild ist, oder an diesem Foto ist aufgenommen, also ähnlich an einem schönen Frühlingstag in Dresden, ist, dass die Kinder spielen. Und das wäre mein erster und wichtigster Teil, nämlich das Spielen von Kindern ernst zu nehmen. Spielen ist der Hauptberuf eines jeden Kindes. Das ist ein Zitat von Armin Krenz, aber er befindet sich in sehr guter Nachfolge von Jean Piaget oder auch von Maria Montessori, die alle von der Arbeit des Kindes sprechen. Und zwar in einer anderen Form, als wir Erwachsenen das immer so aufnehmen. Für uns ist Spielen etwas sehr Lustbetontes. Wir spielen, weil wir mit anderen in Interaktion treten wollen oder auch in Wettbewerb treten wollen oder einfach mal abschalten wollen. Für Kinder ist Spielen der Hauptberuf und das tun sie wirklich, wenn man sagt Hauptberuf, sehr, sehr intensiv. In den ersten 6 Jahren spielen Kinder durchschnittlich 15.000 Stunden. Das sind 8 Stunden am Tag, haben die Spielpädagogen sehr gut ermittelt. Das heißt, es ist wirklich nicht mehr und nicht weniger als wirklich ein Fulltime-Job.
Und dieser Fulltime-Job heißt Sie in dem Spiel, dass Sie sich alle Dinge der Welt erarbeiten. Also das Verhältnis zu sich selbst, zu Dingen in der Welt, zur Interaktion mit anderen, zu Situationen, Beobachtungen und Erlebnissen und im wahrsten Sinne des Wortes im Spiel die Welt zu begreifen. Wenn Sie sich allerdings anschauen, wie Spiel oftmals beschrieben wird, dann wird immer gespielt, um irgendetwas zu befördern. Spiele zur Sprachförderung, Schule zur mathematischen Kompetenzförderung. Also wir nehmen eigentlich Kindern ein Stück weit ihren Hauptberuf und versuchen dann zu etwas zu befördern, anstatt ihnen den Raum und die Zeit zu lassen, ihren Hauptberuf vernünftig ausüben zu können. Denn Kinder brauchen diese Spiele. Und ein bisschen problematisch ist es natürlich, warum denken wir das Spiel als nicht so etwas Wertvolles? Das hat einfach damit zu tun, dass nicht alles das, was Kinder im Spiel erfahren, dann auch von ihnen wiedergegeben wird. Das hat einfach auch mit der ersten Entwicklung der Sprache zu tun. Also kleine Babys werden ihnen kaum erzählen können, was sie gerade entdeckt haben. Selbst wenn sie großartige Spiele spielen, die für uns vielleicht gar nicht als Spiel erkennbar sind. Als ein Beispiel zum Beispiel, was Kinder außerordentlich gerne machen, so ein Stück Flüssigkeit auszuschütten, ich mache es hier nicht, Sie brauchen keine Angst haben um Ihren Computer, um dann in der Pfütze zu spielen und zu sehen, wie lange kann ich denn das Wasser ziehen. Ich weiß, weder Pädagogin noch Mütter und Väter sind immer unbedingt begeistert von diesem Spiel, aber sie erlernen an dieser Stelle schon etwas, eine Vorstellung, also eine Vorstellung dessen, was nachher dann zum Beispiel in physikalische Erkenntnisse wie Oberflächenspannung mündet. Aber wir nehmen es nicht so ganz ernst, weil, oder meistens nicht, weil wir das eben nicht von ihnen übersetzt bekommen, sondern sie kommen und sagen, was habt ihr heute gemacht? Auf die Frage, was habt ihr heute gemacht? Wir haben heute gespielt. Sie müssen spielen damit, und das finde ich so eine schöne Frage von Frau Hümpel-Lutz, wie kommt denn nun eigentlich die Welt in den Kopf? Und das Kind ist von Geburt an damit beschäftigt, die umgebende Welt zu erkennen, zu ordnen und die Bedeutung dieser Ordnung für sein Leben zu erfassen. Und wie intensiv Sie das tun, können Sie ganz einfach schon im Alltagsgeschehen beobachten. Wenn Sie in einer Straßenbahn stehen oder in einem Bus, beobachten Sie mal ein Kind, was im Kinderwagen sitzt, wie intensiv das andere Menschen beobachtet bzw. genauso intensiv versucht, Kontakt aufzunehmen. Ja, also ganz intensiv, also immer zu schauen, wer ist da um mich herum, wie agieren die miteinander, was muss ich tun, damit jemand eine Beziehung zu mir aufbaut. Ne? Also das sind dann so diese Versuche, wenn sie angestrahlt werden, so nach dem Motto, so jetzt. Ne? Dabei sind die Vorstellungswelten der Kinder aber nicht nur Abbild der wahrgenommenen Realität, sondern immer auch Konstruktionen. Also sie bilden sich ein Bild von dem, was sie erleben. Und da gibt es wirklich unglaublich spannende Konstruktionen. Ihr kennt mein Beispiel schon, aber ich bringe es trotzdem ganz gerne, weil es merkt sich so herrlich. Nämlich, wenn Sie sich Fragen stellen, wie zum Beispiel zwei Jungs, die die Frage beschäftigt haben, warum ist ein Junge größer, also länger, obwohl er jünger ist? Diese Konstruktion stimmt nicht mit dem, was vorher an Weltwissen schon da ist. Weil, wenn man älter ist, ist man größer. Ja, was nun? Also, die beiden debattieren heiß und innig über dieses Konstrukt, weil eigentlich kann es nicht sein. Aber sie kommen nicht auf einen Nenner. Und Wochen später, beim Kuchenbacken, sagt einer zum anderen, jetzt weiß ich es. Sie kennen das ja beim Kuchenbacken, der Teig wird so ausgerollt. Und nebenbei wird er immer dunkler. Also, wird ausgerollt und dann sagt er, jetzt weiß ich es. Und daraufhin muss er erstmal erklären, was er denn jetzt eigentlich weiß. Und sagt, ich weiß es jetzt, du bist größer geboren und deine Mama hat dich länger gerollt. So, jetzt dürfte Ihnen einleuchten, dass es spätestens an der Stelle vielleicht Peers oder andere Begleiterinnen, Pädagoginnen oder Mütter oder Väter braucht, die diese Konstruktion wieder dekonstruieren und auch wieder rekonstruieren. Weil das wäre schon schöner, wenn er vielleicht eine andere Vorstellung davon bekommt, wie man größer sein könnte. Das heißt,
Es braucht die Co-Konstruktion von Wissen als kooperative Erkenntnisprozesse, die wechselseitig angelegt sind und einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch beinhalten. Dazu brauche ich jeweils signifikant andere, mit denen ich dann gemeinsam die Welt auch neu rekonstruieren kann. Und über den gemeinsamen Dialog entsteht dann die Bedeutung und die Sinnhaftigkeit der Konstruktion. Die dann wiederum heißt, sie haben sich etwas erarbeitet, es ist wieder ein Stück Welt in den Kopf gekommen. Vorhin hatte ich gemeint, es ist eigentlich, glaube ich, für viele Pädagoginnen und Pädagogen immer wieder irritierend, weil sie das Gefühl haben, jetzt kommt wieder was Neues. Jetzt müssen wir wieder irgendwas ganz anderes machen. Auf einmal gibt es einen Plan und so weiter und so fort. Und irgendwie steht auch die Frage, was mache ich denn eigentlich mit dem, was ich denn schon kenne und was ich mir auch angeeignet habe. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen mal zurückgucken auf einen Kindergartenpädagogen der Vergangenheit, der dem Ganzen auch den Namen gegeben hat, Friedrich Fröbel. Hat nichts damit zu tun, klar, wir sind in Deutschland sehr stolz darauf, weil der Kindergarten sich ja als Marke in der Welt etabliert hat. Also wenn Sie in England irgendwo hingehen, dann haben Sie nicht irgendeinen englischen Begriff, sondern Sie gehen auch in den Kindergarten. Ne? Also da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Nein, ich bringe ihn aus einem anderen Grund, weil ich annehme, jeder von Ihnen wird mit Fröbel-Spielzeug groß geworden sein, obwohl Sie es vielleicht gar nicht wussten. Ja, spätestens an der Stelle, wo Sie diese Holzkästen hatten, wo unterschiedliche Rechtecke, Würfel und so weiter drin waren, Dreiecke. Das ist eigentlich alles Adaption von Friedrich Fröbel, der seine Spielgaben entwickelt hat, um den Spiel- und Tätigkeitsdrang von Kindern zu unterstützen. Und wenn Sie jetzt die Bilder sehen, dann werden Sie das wiedererkennen. Und hier haben wir den sich selbst erklärenden Würfel, Spielgabe Nummer 3. Und er sagt, der sich selbst erklärende Würfel führt bei Kindern dazu, dass sie sich ganz unterschiedliche Dinge aneignen können. Also im Prinzip auf 3 Ebenen. Das eine wären Erkenntnisformen. Was könnten Sie sich vorstellen, was könnten hier Erkenntnisformen sein? Also das eine ist der Würfel in seiner Einheit und das andere ist der Würfel in seiner Mannigfaltigkeit, wie ich ihn auseinandernehmen kann. Es gibt Anregungen aus dem sich selbst erklärenden Würfel, aber auch, und das werden Sie alle irgendwann gespielt haben, dass Sie mal daraus Lebens- und Gebrauchsformen gemacht haben, also die Realität nachgespielt haben. In dem Falle wäre es jetzt hier ein Stuhl oder ein Torbogen. Aber auch zu Schönheitsformen angeregt wurden. Also verschiedene Dinge so zu legen, dass sie eine Blume ergeben oder eine Grafik. Also das sind Sachen, wo er meint, also diese Unterstützung des Spiel- und Bildungsbestrebens von Kindern, jetzt kommen die ganz Kleinen, die müssen jetzt auch schon zuhören, die ergeben sich aus dem sich selbst erklärenden Würfel. Und wenn Sie jetzt mal schauen, was eigentlich erwartet wird, welche Bildungsbereiche sich im Bildungsrahmenplan wiederfinden, dann haben Sie mindestens auf 3 Bereichen alleine mit dem Würfel können Sie Erkenntnisse für Kinder sichern. Nämlich eben Teil und Ganzes, eben auch Gebrauchsformen entwickeln zu können, aber auch Erkenntnisformen zu haben, nämlich logisch-mathematisch. Also der Teil, ich kann den teilen, ich kann den vierteln. Das werden Ihnen die Kinder nicht gleich sagen, dass sie jetzt die höhere Mathematik gefunden haben. Aber sie haben es schon als Präkonzept verinnerlicht. Oder eben auch als Stimmigkeit der Gliederung durch Bewegung, durch Teile, die tanzen lassen, entstehende Figuren und so weiter. Also auch Bildungsanregungen aus der Vergangenheit können wir gut übersetzen in die Anforderungen, die heute im Bildungsrahmenplan beispielsweise für Österreich verankert sind, weil da sollen sie sowohl ästhetische Bildung vollziehen, sie sollen aber auch mathematische Bildung begleiten oder eben dann auch das Kennenlernen von Welt. Das wären Bildungsanregungen, die wir sicherlich nicht einfach außer Acht lassen sollten, sondern vielleicht nochmal uns angucken sollten, was haben uns denn diese in Anführungszeichen alten pädagogischen
Vorstellungen wie von Fröbel, wie von Montessori, von Freinet und so weiter und so fort heute auch noch zu geben. Bildungsanregung aus der Gegenwart habe ich ganz bewusst eine ausgewählt, die mit dem heiß und inniglich diskutierten Thema Naturwissenschaften zu tun hat. Und die meisten von uns sind nicht unbedingt durch eine Schulbildung gegangen, ich entschuldige mich gleich, aber meistens sind die Naturwissenschaften nicht so gern gesehene Fächer. Und jetzt stehen wir vor der Aufgabe, als Pädagoginnen und Pädagogen Naturwissenschaft zu denken und zu leben. Und deswegen habe ich gedacht, okay, aus den Anregungen, aus der Gegenwart nehmen wir mal das, was sehr, sehr viele beschäftigt, nämlich, wie ist denn das eigentlich mit dieser Chemie? Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht und das wäre jetzt, ich muss erst zu Ende reden, etwas, wo ich jetzt gerne zwei oder drei Leute mal nach vorne bitten würde, um einfach mal eine kleine Spiel- und Bildungspause einzulegen. Ihnen kann nichts passieren, das sind Dinge, die kann man auch mit Kindern machen. Also es ist, ja, sage ich gleich dazu. Mögen Sie? Ja, fein. Ja? Ja. Wir lassen Sie nicht alleine, wir finden noch jemanden für Sie. Super. Ja, na. So. Sie, natürlich, also das ist die Haupt, also unsere Hauptarbeit, glaube ich, wenn man es ein bisschen runterbricht, Sie bekommen Wasser, das ist ganz normales Wasser. Und ich gebe Ihnen hier eine schön geformte Sache. Und hier haben Sie ein Pulver. Und Ihre Aufgabe besteht darin, schätzen Sie mal ein, was das für ein Pulver sein könnte. Zucker. Und Sie können ja mal versuchen, mit dem Wasser was anzustellen oder wie auch immer. Ich bleibe bei Ihnen, dann könnte ich das mit... Also es ist ein ganz weißes Pulver, ganz kleine Kügelchen sind das für die anderen, die es jetzt nicht sehen können. Die weil sie sich einfach nicht getraut haben, ne? Das muss man ja dazu sagen. Ja. Also, nein, ich noch mal... Ich würde nichts mit Ihnen machen, was irgendwie gesundheitsgefährdend sein könnte und würde Sie auch inniglich darum bitten, da sage ich gleich noch was dazu, auch im Kindergarten darauf zu achten, weil wir haben zum Teil nicht nur gute Fachbücher, sondern wir haben Bücher, wo man sagt, also wenn ihr diese Experimente mit den Kindern macht, sind die Kinder ernsthaft und auch die Pädagogin gefährdet. Kann Ihnen hier nicht passieren. Es schmeckt noch nichts. Es schmeckt noch nichts, okay. Ja, probieren Sie mal, was passiert, wenn Sie Wasser drauf tun. Es verändert die Farbe. Löst sich so? Nein, es wird durchsichtig. Das ist ein Kleister. Also, Sie meinen, es ist ein Kleister. Nein, es ist kein Kleister. Vielleicht können Sie die beiden ein bisschen unterstützen. Es ist etwas, was in der Lebenswelt der Kinder vorkommt. Weil das ist eigentlich so die, der Windel. Winderung. Ja. Na, jetzt haben wir es. Ja. Genau. Ich gebe es mal rum, dass Sie mal schauen können. Ich erstmal an Sie herzlichen Dank. Also Sie könnten noch mehr drauf gießen. Es ist unglaublich viel. Also wie viel das saugt. Das ist der Pampers. Wegen der Werbung lassen wir das weg. Ja. Ja? Gut. Ich gebe es mal rum. Oh, vielen Dank. So, und zwar der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist jetzt, wenn ich gebe es jetzt rum. So. Kommt immer gut. Nein, was, achso, muss ich das ausmachen? Mach ich schon. Ja, vielen Dank. So, was ja wichtig ist, ist, die Kinder haben diese Fragen an die Welt. Also, wie funktioniert meine Welt? Warum nehmen Dinge Wasser auf, andere weniger gut? Ja?
und diesen Fragen also auch wirklich mit ihren Dingen aus dem Alltagsleben zu begegnen. Also im Gegensatz dazu vielleicht, also der Superabsorber, achso, das ist dieses Pulver, Ihnen kann nichts passieren, ich sage Ihnen gleich noch was dazu. Also warum einige Dinge besonders viel aufsaugen, wie so eine Babywindel oder eine Serviette, andere eher wenig oder gar nichts, wie Papier oder Alufolie, weil sie einfach eine ganz glatte Fläche haben, in die keine Tropfen eindringen können, also keine Moleküle eindringen können. Und das können Sie wirklich wunderbar mit Kindern erarbeiten. Ich sage nicht diese Marke nochmal, aber das sind die einzigen, die diese Kügelchen drinne haben. Und für Kinder ist es hochgradig spannend, sowas zu entdecken. Und sie haben dann auch die Konstruktion dazu, was sie sich vorstellen, warum diese Kügelchen so unheimlich viel Wasser aufnehmen. So, warum habe ich gesagt, Ihnen kann nichts passieren? Hat einfach damit zu tun, jetzt kommt mein gesundheitspolitischer Beitrag für heute Abend. Diese Kügelchen finden Sie auch in den sogenannten Abnehmeteilen, wo man die angeblich Fett aufsaugen. Das ist, also von daher kann Ihnen nichts passieren. Also das ist auch sonst in anderen Medikamenten drin. Gut. Okay. Also, nochmal herzlichen Dank an Sie beide, aber wir gehen weiter. Sie lassen es einfach rumgehen. Was sehr spannend ist, ist die Untersuchung des Projekts Teutolab Chemie der Universität Bielefeld. Dahinter verbirgt sich vor allen Dingen Gisela Lück, die Sie vielleicht kennen aus den wirklich sehr, sehr guten Anregungen, wie man mit Kindern Naturwissenschaften entdecken kann. Und die haben untersucht, wie Kinder mit Naturwissenschaften umgehen. Weil das ist für mich wirklich hochgradig spannend, dass die Kleinsten für diese naturwissenschaftlichen Phänomene außerordentlich spannend. Und das Projekt Teutolab macht auch immer Evaluierung, was ist eigentlich innerhalb der Kursangebote geschehen. Und die Katharina Kose-Höhenhaus hält fest, die Kinder haben vergessen die Zeit, sie haben ein sehr intensives Forschungserlebnis, behalten Begriffe und haben Spaß. Auch Migrantenkinder, deren zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Dieses Alter, in dem Kinder besonders neugierig sind, ist ideal für Naturwissenschaften. Das Ergebnis, was noch rauskommt, ist wirklich erstaunlich. Also die Kinder sind befragt worden, also auch nicht gerade kurz, sondern ungefähr, also die Interviews dauerten zwischen 20 und 25 Minuten. Bei 5-jährigen Kindern ist das schon ein gehörig langer Zeitraum. Und die Kinder haben annähernd 50% der Experimente erinnert und das auch noch Wochen später. Das ganz Erstaunliche daran war, und das glaube ich ist so ein Punkt, wenn wir auch über Chancengerechtigkeit nachdenken, die Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund oder Schichtzugehörigkeit waren minimal, also nicht auffällig. Also so dass man davon ausgehen kann, also das wäre auch ein sehr guter Zugang für sie. Übrigens haben dann sehr, sehr viele ihrer Studierenden, also in dem Falle von Gisela Lück, auch gesagt, sie studieren Chemie und sind nicht sehr viele. Also insgesamt studieren in Deutschland insgesamt 3.000. Das ist wirklich wenig für ein Land, was ja sehr viel auf die Chemieproduktion setzt. Dass sie durch Anregung mit dem Umgang mit Naturwissenschaften im Kindesalter da bestimmt wurden, später diesen Beruf zu ergreifen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Gut, wo ist denn unsere Schüssel? Aber Sie kriegen das hin. Jetzt hatten wir ganz kurz gestreift Migrationshintergrund. Was, glaube ich, oftmals in diesen Kindheitsdebatten, Bildungsdebatten vergessen wird, ist, dass Kinder sehr, sehr unterschiedlich gesichert aufwachsen und oftmals auch nicht bekannt ist, welche Auswirkungen das Ganze hat für die Bildungschancen, für Bildungsgerechtigkeit von Mädchen und Buben. Dazu ein paar Zahlen, die für Österreich stehen. 278.000 Kinder und Jugendliche sind, also bis 19 Jahre, sind in Österreich armutsgefährdet. Das sind immerhin knapp 15%. 326.000 Haushalte in Österreich mit einem Kind unter 6 Jahren leben an der Armutsgrenze. Und
knapp 114.000 Kinder leben in verfestigter oder manifester Armut. Das sind Zahlen, die sind verhältnismäßig hoch und werden auch bestätigt aus der internationalen Armutsforschung, dass also auch die Familienzugehörigkeit bzw. die Familienkonstellation Armut auch noch mal verstärken kann. Soll heißen, wachsen Sie in einem eher traditionellen bürgerlichen Familienhaushalt auf, wo beide Eltern erwerbstätig sind, ist die Armutschance, das Risiko zur, in Armut zu rutschen, weitaus geringer, als wenn Sie mehrere Kinder haben oder dazu noch alleinerziehend sind. Also das korreliert mit allen anderen Daten. 15% armutsgefährdet ist schon relativ hoch, also da sind sich unsere beiden Länder, Deutschland und Österreich, sehr, sehr ähnlich. Eine Reihe von Studien können Nachteile belegen, die die Armut auch für die Sprach- und Intelligenzentwicklung und für die schulische Leistungsfähigkeit der Kinder mit sich bringt. Also Sabine Walpe forscht seit etlichen Jahren zur Auswirkung von Armut und wir können wirklich davon ausgehen, dass diese Auswirkungen latenter sind, als wir uns überhaupt vorstellen können. Hat einfach auch damit zu tun, dass manchmal die Grundversorgung nicht gesichert ist. Also ich habe jetzt leider keine Untersuchung für Österreich, aber bei uns, also in Deutschland gab es die Untersuchung, wie lange kommt man mit dem Satz von Hartz IV, so ist unser Sozialhilfegesetz jetzt umbenannt worden, wie lange kommt man hin und hat Ökotrophologinnen eingesetzt, also die wissen, wie man wirklich vernünftig Nahrung zubereitet, auch lagert und so weiter und so fort. Und auch diese ausgebildeten Ökotrophologinnen haben es nur geschafft, mit dem Geldbudget bis in die dritte Woche zu kommen. Für die vierte Woche hat das Geld schlichtweg nicht gereicht. Und wenn ich sage, es hat auch was mit schulischer Leistungsfähigkeit zu tun, will ich es Ihnen mal so an einem kleinen Beispiel illustrieren. In einer Befragung zur Ganztagsschule hat sich eine Lehrerin sehr erregt darüber, dass ein Junge in ihrer Klasse morgens kommt, nur ganz kurz durchhält und dann sang- und klanglos einschläft. Und die Kinder sind auch befragt worden, in welchem Lebenskontext sie aufwachsen. Und dann stellte sich raus, also die Familie ist Hartz IV gefährdet. Also nicht, er schläft nicht immer, aber genau in dieser vierten Woche, weil dann ist nichts mehr da. Das heißt, er geht morgens ohne ein Essen aus dem Haus und es ist auch kein Geld mehr da, um das Mittagessen in der Schule zu bezahlen. Sie können ja mal in sich gehen, ich würde es wahrscheinlich auch nicht unbedingt durchhalten. Also dann braucht man sich nicht wundern, warum so ein Kerlchen einschläft. Armut bedeutet aber auch ein erhöhtes Risiko für Fehlernährung und gesundheitliche Belastungen. Also gesundheitliche Fehlernährung, also einmal die Richtung, dass nicht alle Nährstoffe vorhanden sind, beziehungsweise aber auch häufig Übergewichtigkeit oder Adipositas auftreten. Wie sehr sich Schichtzugehörigkeit auswirkt auf die Gesundheitslage und damit auch auf die Bildungschancen, zeigt ganz deutlich die Armut bei Kindern und Jugendlichen des Robert-Koch-Instituts. Leider gibt es diese Erfassung nicht für Österreich, also nicht in schichtspezifisch. Und wenn Sie sich das, jetzt muss ich mal selber runterkommen, jetzt brauche ich mal kurz, wenn Sie sich das mal anschauen, dann können Sie ziemlich deutlich sehen, dass außer bei Neurodermitis, das ist der einzigste Ausreißer, das ist nicht schichtspezifisch, in allen anderen Sozialstatus wirklich sich die Lebenslage vehement auf die gesundheitliche Lage auswirkt. Also sei es bei Sehstörungen, bei Sprachstörungen, Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung, Einnässen, Koten, Hörstörung, Adipositas hatte ich eben schon genannt. Also wo man ziemlich deutlich erkennen kann, was das wirklich für unterschiedliche Auswirkungen hat. Und ich finde das also, glaube ich, ganz wichtig, sich das auch immer vor Augen zu halten, weil in diesen ganzen Diskussionen darum, um Bildungsgerechtigkeit, gehen wir immer davon aus, alle stehen an der gleichen Startlinie. Aber sie stehen nicht an der gleichen Startlinie. Wenn Sie sich eine 100-Meter-Bahn vorstellen, dann stehen einige schon an der 60-Meter-Linie und die anderen sind noch hinterm Startblock. Ja?
Nicht zuletzt tragen aber auch Armut, finanzielle Verknappung und Arbeitslosigkeit der Eltern zu emotionalen Beeinträchtigungen bei. Um das mal so ein Stück weit zu durchleuchten, weil ich höre auch relativ häufig, eigentlich verstehen wir das nicht. Die Eltern sind doch den ganzen Tag zu Hause, die könnten sich doch um die Kinder kümmern. Das haben Sie alle garantiert schon mal irgendwo gehört. Was da vernachlässigt wird, ist, welcher Druck entsteht, wenn ich in Arbeitslosigkeit reinrutsche, damit auch meine Existenz ungesichert ist, haben Untersuchungen in Nürnberg sitzt bei uns ein Institut für Arbeitsmarktforschung, die haben untersucht, wie die Stresshormone sich bei Arbeitslosen gestalten. Und die sind permanent im Dauerstress. Also durch diese prekäre Lebenssituation, was dann wiederum auch nicht gerade der Gesundheit zuträglich ist. Also ab und an Stresshormone, deswegen sollten wir auch Sport machen und so weiter und so fort. Trägt aber bei den Kindern auch dazu bei, zu ganz unterschiedlichen Reaktionen auf diese für sie als sehr belastend empfundene Situation. Wir haben da auch geschlechtsspezifisch sehr unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Auf der einen Seite bei den Mädchen eher Minderwertigkeitsgefühle, aber auch Ängstlichkeit oder Depressivität. Können auch einige Jungs mit haben, aber Buben neigen eher zum Ausagieren, also eher zu Ärgerreaktionen, Feindseligkeiten, Aggressivität und erhöhter Bereitschaft zu Normverstößen. Und wenn ich da nicht hinterfrage, also warum verhält sich ein Kind so? Warum ist ein Kind aggressiv? Das muss nicht immer armutsbedingt sein, das kann auch sein, dass er sich gerade furchtbar geärgert hat, aber dann, wir müssen immer hinterfragen, warum verhält sich ein Kind so, weil ansonsten kann es schnell passieren, dass wir in falsche Deutungsmuster kommen. Dabei tut sich einiges in Sachen Chancengleichheit, also das hätten mehrere Folien kommen können. Ich wollte aber das bloß mal als schlagwortartig. 1990er Jahre kam so nach und nach die Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention. Das wäre jetzt auch noch ein eigenes Thema für Österreich. 2005, 2008 dann die nationalen Reformprogramme und auch die Fortschrittsberichte. 2006 war das Jahr zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung von Kindern. 2006 ist auch der Europäische Sozialschutz vereinbart worden. 2006 der Europäische Pakt für die Jugend. Und 2007 das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle. Wenn Sie sich jetzt nochmal zurückerinnern an die Zahlen, die ich vorhin gesagt hatte, 15% sind armutsgefährdet, 114.000 in latenter Armut, dann muss man sagen, also da gibt es zwar Papiere, aber so richtig, sehr viel haben sie noch nicht gebracht. Was heißt eigentlich, wenn man sagt, was wäre Chancengerechtigkeit? Der Sozialpaktausschuss der Vereinten Nationen hat sich darauf verständigt, dass Chancengerechtigkeit mindestens 4 Punkte umfassen muss. Nämlich einmal die allgemeine Verfügbarkeit von Bildung, zweitens einen diskriminierungsfreien Zugang zur Bildung und drittens und viertens Annehmbarkeit und Adaptierbarkeit von Bildung. Schauen wir uns mal an, was darunter zu verstehen ist und auch was uns daran beschäftigen könnte. Die allgemeine Verfügbarkeit von Bildung heißt, es muss qualitative Rahmenbedingungen geben, in denen sich Mädchen und Buben und junge Männer und Frauen entwickeln können. Sprich, qualitative Rahmenbedingungen braucht es also ein gut ausgebildetes pädagogisches Personal, es braucht entsprechende Rahmungen, dass wirklich Interaktionen stattfinden können, dass Räume gegeben sind, um sich die Welt anzueignen, aber dass auch dem Ganzen Zeit zur Verfügung steht. Und es braucht auch, das ist das, was der Sozialpaktausschuss beschreibt, es braucht auch ein bedarfsgerechtes Angebot, nämlich eigentlich soll es gesundheitsfördernd sein. Da wissen wir aber zum Beispiel aus den Untersuchungen zu Kindern und der Schulgesundheit, das ist nicht immer der Fall. Also wenn Sie nachlesen wollen, Wolfgang Melzer an der TU Dresden hat sehr viel dazu geforscht. Ein Kollege sitzt hier im Raum. Es soll auch soziale Teilhabe gesichert sein und die Integration.
Und Integration, also soziale Teilhabe in dem Sinne auch von Partizipation und Integration. Und Integration fasst der Sozialpaktausschuss sehr, sehr weit. Also zu integrieren im Prinzip jedes Mädchen, jeden Buben, jede junge Frau, jeden jungen Mann. Unabhängig von der Sozialschichtzugehörigkeit, unabhängig davon, ob es besondere Bedürfnisse gibt. Früher haben wir gesagt Menschen mit Behinderung, heute einigt man sich auf einen wirklich besseren Begriff, glaube ich, mit besonderen Bedürfnissen oder mit Migrationshintergrund oder. Der Sozialpaktausschuss meint auch, es braucht einen diskriminierungsfreien Zugang zur Bildung. Nämlich, dass es keine Barrieren geben sollte, wie zum Beispiel Barrieren, die sich alleine durch das soziale Milieu ergeben. Sie kennen alle immer die viel diskutierten und heiß inniglich diskutierten PISA-Ergebnisse, die eigentlich von Jahr zu Jahr zeigen, kurz gefasst, sag mir, wo du herkommst und ich werde dir sagen, welchen Schulabschluss du machen wirst. Das meint also auch Barrieren aufgrund des sozialen Milieus, aber auch Barrieren, die sich ergeben, wenn ich nicht vernünftig in der Lage bin zu integrieren, aber eben auch Armutslagen zu beachten und auch zu beachten, dass es auch sogenannte Bildungsferne gibt. Dazu ein Beispiel, die Barriere kann schon heißen, und jetzt weiß ich, da werden ganz viele aus dem Lehrer- und Schulbereich zusammenzucken, dass Hausaufgaben schlichtweg etwas sehr Unsoziales sind. Es zuckt niemand. Na, das ist doch wunderbar. Dann schaffen wir sie ab. Das ganz Verrückte ist, Langzeitstudien in den USA haben gezeigt, dass Hausaufgaben nicht förderlich sind. Aber wir halten an diesen Hausaufgaben fest. Und was passiert? Je nachdem auch, ob ich zu Hause Unterstützung bekommen kann oder nicht, mache ich die Hausaufgaben gut oder eben auch weniger gut. Und damit sind sie letzten Endes unsozial. Wir haben aber auch rechtliche Schranken, die nicht ganz ohne sind. Nämlich zum Beispiel rechtliche Regelungen für Kinder ohne Aufenthaltsgenehmigung, die dann nicht in den Bildungseinrichtungen auftauchen dürfen. Also da ist kein barrierefreier Zugang möglich. Bloß mal für uns zum Mitdenken, also ich will das jetzt auch nicht anklägerisch, sondern immer, wir reden immer so von Chancengerechtigkeit und gucken aber eigentlich gar nicht so drauf, was bedeutet das denn im Eigentlichen. Und Chancengerechtigkeit heißt nicht, dass, wie es in dieser Karikatur ist, um es für alle gerecht zu machen, kriegt ihr alle dieselbe Aufgabe, klettert auf den Baum. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel kommentieren. So, das mag auf den ersten Moment schlüssig erscheinen und gerecht, wenn alle die gleiche Aufgabe bekommen. Aber es ist es eben nicht. Und stattdessen müssten wir schauen, wie kriegen wir wirklich auch auf verschiedensten Wegen Mädchen und Jungen dazu, vielleicht doch auf den Baum zu kommen, um in dem Bild zu bleiben. Es ist auch nicht so, dass uns das nicht im Alltäglichen passiert. Dass wir Dinge sehen, aber vielleicht nicht so bewerten, wie man es vielleicht bewerten sollte. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht, die relativ typisch sind für den Kindergartenbereich. In einem zweiten Fall aber auch auftreten kann im jugendlichen Bereich. Sie kennen das alle, der Kindergeburtstag. Und es ist so üblich, dass dann das Geburtstagskind etwas mitbringt in den Kindergarten. Ne? Und wir haben da ein Phänomen, dass besonders, insbesondere sehr arme Kinder an diesem Tag häufig mit den teuren Konditorentorten auftauchen, was dann auch entsprechend kommuniziert wird. Also das muss man sich mal vorstellen, eigentlich, da ist nicht viel Geld vorhanden, aber die kommen mit den teuren Torten. Was steckt dahinter? Dahinter steckt etwas, was wir in den Sozialwissenschaften, besonders, insbesondere in der Sozialpädagogik, vor Jahren mal betitelt haben als verschämte Armut. Nämlich alles zu tun, damit dieser, ja weiß Gott, nicht schöne Zustand möglichst auch nicht bekannt wird. Also ich spiegel etwas nach außen, was nicht unbedingt dem entspricht, was eigentlich Realität ist. Ein anderes Beispiel ist auch nicht weit weg. Das hübsche Kleid. Ein dreijähriges Mädchen kommt in den Kindergarten, ist Kind einer Alleinerzieherin und immer in einem sehr hübschen, modischen Kleid und wird wirklich von allen Kindern heiß und inniglich darum beneidet.
weil sie so schön ausschaut. Oder so, wie auch immer. Das Mädchen sitzt überwiegend brav am Tisch, bewegt sich kaum und achtet sehr genau darauf, sich beim Spielen und Essen nicht zu beschmutzen, aber eben auch das Kleid auf gar keinen Fall irgendwie, dass es Risse bekommt oder kaputt geht. Auch das ist eines der typischen Beispiele für die, das Kaschieren der eigenen Armut. Sie haben das auch bei Jugendlichen öfters. Also ich glaube auch, dass Sie das vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört haben. Na toll, die gehen alle nicht arbeiten, aber haben alle Markenklamotten. Das wäre das gleiche Beispiel, nur für größere Kinder. Ich glaube, da müssen wir uns immer ein bisschen rückerinnern, dass es scheinbar eindeutige Situationen selten gibt. Es geht vielmehr um die Kaschierung von Armutsanzeichen, selbst um den Preis im ersten Beispiel, dass die Familie drei oder mehr Tage im wahrsten Sinne des Wortes trockene Nudeln ohne Soße essen muss. Und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, das sind die Beispiele, die aus Norddeutschland, aus der Armutsforschung bekannt sind, vor allen Dingen Armutsforschung im ländlichen Raum. In dem Falle von der AWO durchgeführt. Wenn Pädagoginnen die Kaschierung durch schöne Kleider nicht einschätzen können oder vielleicht auch nicht agieren können, dann nehmen sie den Mädchen oder auch den Buben noch entsprechende Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. Denn es ist ein Unterschied, ob ich da sitzen bleiben muss, damit ja nichts passiert, oder ob ich eben mit den anderen draußen rumtollen kann. Ja, Annehmbarkeit und Adaptierbarkeit von Bildung als Teil von Chancengerechtigkeit heißt aber dann auch die Förderung des Spracherwerbs. Und da werden Sie jetzt vielleicht sagen, ja, das haben wir ja glücklicherweise. Ich meine einen Spracherwerb, der sich an der an den Erkenntnissen der Sprachwissenschaftler orientiert, nämlich, dass ich mir Sprache nur aneignen kann im Interagieren, im Miteinander tun und nicht durch Sprachförderungsprogramme. Also das ist ähnlich sinnvoll wie Englisch im Kindergarten, aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Ja, und es geht auch immer auch um Personalstrukturen, Personalentwicklung, ein heiß und inniglich diskutiertes Thema auch in Österreich, nämlich ist die Personalstruktur und ist die Personalentwicklung konform mit dem, was ich eigentlich von den Pädagoginnen und Pädagogen erwarte. Und wenn Sie sich jetzt mal so ein Stück vor Augen halten, was ich jetzt bloß, das war ja nur ein ganz kleiner Blick auf das, was eigentlich zu leisten wäre, dann liegt da eine ganze Reihe vor, was Sie oder welche Erwartungshaltung an Sie gestellt werden. Nämlich die Realisierung eines Bildungsrahmenplans mit sehr unterschiedlichen Bildungsbereichen, ein wenigstens Achten darauf, wie die Lebenslagen von den Kindern sind, auch damit irgendwie adäquat umzugehen. Und dazu kommen noch so andere kleine Geschichten wie Qualitätssachen und Punkt, Punkt, Punkt. Was ist mein Fazit aus dem, was ich Ihnen gesagt habe? Ich würde mir unheimlich wünschen, dass irgendwann das kindliche Spiel als Arbeit der Mädchen und Buben ernst genommen wird. Ich würde mir sehr wünschen, dass Forschungsergebnisse weitaus mehr rezipiert werden, also Sozialberichterstattung, Ungleichheitslagenforschung, auch klar ist, welche Exklusionsmechanismen es gibt, die Übergangsforschung und so weiter, um Armutslagen und andere heterogene Lebenslagen besser erkennen zu können. Und irgendwann dann vielleicht eine annähernde Chancengerechtigkeit. Aber darüber können wir jetzt gleich noch reden. Und ich danke Ihnen erstmal herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.